Mit der Version 24 haben wir Ihnen in den Branchenmodellen Holz und Massivo eine ganze Menge an neuen Auswertungen zur Verfügung gestellt. Das heißt also VI-Report-Dokumente, mit denen Sie Bauelementlisten mit dem späteren Anführungszeichen-Hintergedanken der Vorbereitung der Bestellungen schon mal innerhalb des Systems erzeugen können. Bitte Achtung, anders als bei den Dokumentenvorlagen, zum Beispiel für den Vorplanungsvertrag etc., ist das nichts, was Sie sinnvollerweise einfach in die Kalkulation, wenn Sie schon eingerichtete Kalkulation haben, nur einbinden können, sondern das, was hier dahinter steckt, ist eine recht umfangreiche, von Bereich zu Bereich unterschiedlich, Änderung der Berechnung, die dazu führt, dass diese einzelnen Inhalte ausgewertet und ausgewiesen werden in diesen Bauelementlisten. Sie sehen, ich habe schon mal Auswertungen geöffnet. Das heißt also, diese Bauelementelisten finden Sie entsprechend nicht unter dem Bereich Angebote, wie die Angebotsausgaben, sondern Anführungszeichen logischerweise unter den Auswertungen. Achtung, das gilt auch für die Raumbuchausgabe, die wir Ihnen ebenfalls in der Version 24 als VI-Report-Dokument ergänzend mit entsprechend hinzugefügt haben. Normalerweise müssten Sie mit den Kürzeln klarkommen. Bauelementeliste DFF heißt Dachflächenfenster. Wenn ich dort einmal raufgehe, ne, dann wird der entsprechende Report geöffnet. Ich habe jetzt in dem Haus, was ich hier für die Kalkulation hergenommen habe, natürlich hier kein Dachflächenfenster drin. Das heißt also, die Bauelementliste wird natürlich entsprechend dynamisch erzeugt mit den entsprechenden Inhalten versehen. Ist natürlich jetzt in dem Falle lediglich eben ohne Inhalt. Das ist also das, was das Ergebnis ist, wenn bestimmte Sachen nicht vorhanden sind. FETT, Fenster, Terrassentüren, Haustür, Haustür, Seitenteil und Garagentor. Das ist das, was sich hinter HT, HST und GT verbirgt. Bauelementliste IT ist schon fast klar für die Innentüren und dann auch nochmal eine Bauelementeliste komplett, wo dann letztendlich alle Bauelementlistenausgaben hintereinander in einem Zentraldokument sind. Ich habe das jetzt hier noch einmal angestaut. Wie gesagt, das Generieren der einzelnen Geschichten dauert ein klein wenig, weil das, was der Bestandteil der Bauelementlisten ist, ist in dem Falle eine Ausgabe von alledem, was, bitte Achtung, das ist eben auch die Umstellung in der Kalkulation, von alledem, was elementebezogen berechnet wird. Das heißt also, wir haben für diese Bauelementelisten Details eingefügt, die aus kalkulatorischer Sicht zum Teil keine Relevanz haben. Sie sehen das zum Beispiel eben hier mit dem Hinweistext kein Sonnenschutz gewählt. Ne? Und wir haben Berechnungen, wenn wir jetzt mal ins ganz normale Geschoss gehen, auch umgestellt. Ich zeige Ihnen gleich in der Masterkalkulation, was das konkret bedeutet, die Ihnen jetzt hier elementbezogen ausgegeben werden. In dem Falle zum Beispiel die Dreifachverglasung und zwar mit den jeweiligen anteiligen Flächen. Das heißt also, wenn wir uns die Elementlisten angucken, sehen wir, das Ganze wird erst einmal, wenn wir hier im Erdgeschoss einfach beginnen, geschossweise strukturiert. Dann wird ausgegeben, in welchem Raum sitzen die Elemente. Dann kommt das Element und dann kommt alles das, was es an eventuellen zusätzlichen Ausstattungen hier für diese Fenster beziehungsweise dann die Innentüren und so weiter und so fort gibt. Wir schauen es uns gleich Stück für Stück an. So, das Ganze gilt natürlich entsprechend dann auch für die einzelnen Geschosse, die es über dem Erdgeschoss gibt. Und so haben wir als erstes die Fenster gehabt, dann geht es entsprechend mit den Terrassentüren weiter. Ne, hier haben wir auch wieder die ganzen Geschichten wie VSG-Zuschläge und Rollladenkasten und Panzer, wenn er entsprechend nochmal zusätzlich ausgeschäumt werden muss und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie umfangreich halt ne, die entsprechenden Anzahl der Elemente, in dem Fall halt im Wohnen Essen sind, wird das Ganze eben raumweise so strukturiert, wie es eben in der Planung entsprechend vorhanden ist. So.